Ich wünsche euch einen schönen Freitagnachmittag. Ja, und wenn ihr mich hört, wisst ihr, was Sache ist? Ja, es ist wieder Zeit für die APG Info On Air Sendung. Heute die 15. Ja, und ich begrüße euch recht herzlich. Was war das für eine Woche und für ein vergangenes Wochenende? Also von Sommer keine Spur, Regen, Wind, dann wurde es mal wieder kühler, jetzt haben wir es mal gerade wieder etwas wärmer. Ja, aber trotzdem war viel los beim Park- und Teichfest und wie ich gehört habe, auch auf dem Inselzoofest. Ja, ich war leider unterwegs, konnte daher auch weder Fotos vom Park- und Teichfest machen, noch vom Inselzoofest. Aber die, die dort gewesen sind, werden wissen, dass es eigentlich recht gut war. Ja, wir haben auch so eine kurze Meldung von der Stadt Altenburg über das Inselzoofest. Ja, lasst euch dann überraschen. Heute wie immer für euch zusammengetragen aktuelle Infos, Nachrichten, Meldungen dieser Woche. Ja, und hier seid ihr richtig bei APG Info On Air, eure Podcast-Sendung aus Altenburg und dem Altenburger Land vom 1.8. bis 7.8. Ja, Wahnsinn, wir haben schon August. Ja, und Weihnachten und Silvester, der Jahreswechsel steht auch schon wieder bald vor der Tür. Ja, die Zeit rast, was will man da noch machen? Wir rasen nicht, wir legen los mit den aktuellen Informationen aus der Stadt Altenburg, natürlich erst nach dem Intro. It's the summer highlight. So, und da bin ich wieder für euch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei den aktuellen Informationen aus Altenburg. Und da hat uns doch Folgendes erreicht: nasser Besuch in der Johanniter-Kita am Spielplatz. Mit dem richtigen Wetter wurde Neptunfest in Altenburg-Nord gefeiert. Am 19. Juli feierten die Kinder und Erzieherinnen der Johanniter-Kita am Spielplatz bei schönstem Badewetter ein besonderes Fest. Alle hatten sich mit Meeresgetier und wässrigen Gepflogenheiten auseinandergesetzt und es waren Fische, Quallen, Aquarien, Sandbilder und anderes entstanden. Flatterische Nixengewänder und ein riesiger Kugelfisch wedelten herum. Zum Fest hatte sich auch Neptun, der Herr der Meere, höchstpersönlich angekündigt, um über den Wasserrand hinaus nach dem Rechten zu sehen. Er taufte ganz mutige Kinder sogar mit buntem Meeresschaum und spaßigen Meeresnamen wie lustiger Seehund, schnatternde Auster oder strahlendes Seeungeheuer. Abschließend fand mit Wasserbomben, Wasserspritzen und Schwämmen eine tolle Wasserschlacht statt. Alle hatten eine Menge Spaß und zur Stärkung gab es Knusperfische und grünes und blaues Algenwasser. Ja, ne, das war sicherlich sehr lustig. Da war das Wetter ja auch noch okay, nicht so wie jetzt. Okay, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt doch mal zur Meldung vom Residenzschloss und Angeboten im Sommer. Ja, und da geht es um die Kartenwerkstatt, die Roten Spitzen und den Nikolaiturm. Wir hatten vor kurzer Zeit mal eine E-Mail erhalten, und zwar ging es um die geschlossenen Türme wie Rote Spitzen und Nikolaiturm. Es stand auch die Woche schon was in den einschlägigen Tageszeitungen. Ist natürlich ein Unding, ne, wenn man Touristen anlocken will, dass hier alles zu ist oder zum größten Teil zu ist. Und es wirft kein gutes Bild auf die Stadt. Aber man sollte es nicht nur an einigen Personen festmachen. Ja, es muss sich auf jeden Fall nächstes Jahr in der Hinsicht was ändern. So, und jetzt kommen wir aber doch zu der Nachricht für euch. Neben den regulären Besuchsmöglichkeiten des Altenburger Schlosses und seiner Ausstellungen lädt die dortige Kartenmacherwerkstatt zur aktiven Sommerferiengestaltung ein. In der im Juni eröffneten Werkstatt werden Druckverfahren des Hoch- und Tiefdruck präsentiert. Besonders Wissbegierige können zudem eigene Druckplatten gestalten und ihre eigenen Motive drucken. Der Medien- und Drucktag findet jeden Donnerstag um 14 Uhr statt. Ohne Voranmeldung. Die Dauer ist ungefähr 60 Minuten und 15 € kostet das pro Person. Individualtermine sind natürlich möglich. Wer sich einen Überblick über Altenburg verschaffen möchte, kann den Nikolaikirchturm besteigen am 6., 21. und 28. August sowie am 3. und 18. September und auch am 1. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 2 € bzw. für Kinder und Ermäßigte 1 €. Eine Reise durch die Architektur und klerikale Geschichte des Mittelalters verspricht der Besuch in den Roten Spitzen.
Diese haben geöffnet am 4.11. und 17. September sowie am 2. Oktober. Führungsbeginn ist immer an der Schlosskirche um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro bzw. ermäßigt 3 Euro. Weitere Informationen zu den Angeboten erhaltet ihr auf der Residenzschlossseite bzw. wenn ihr dann hier auch die Nachricht durchlest. Den Link dazu bekommt ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show15. So, und morgen findet mal wieder ein Konzert mit einer italienischen Organistin in der Altenburger Schlosskirche statt. Ja, und zwar finden wieder die Altenburger Sommerorgelkonzerte statt. Die internationalen Altenburger Sommerorgelkonzerte finden am Samstag, den 6. August um 17 Uhr ihre Fortsetzung mit der italienischen Organistin Letizia Romiti aus Alessandria. Sie gastiert zum ersten Male an der Trostorgel mit einem Programm, das Kostbarkeiten aus dem italienischen Musikschaffen von Gabrieli, Frescobaldi und Mascagni sowie Werke von Johannes Sebastian Bach enthält. Letizia Romiti erhielt ihre erste musikalische Ausbildung im Orgelspiel sowie in Musiktheorie am Konservatorium in Mailand bei Luigi Benedetti. Danach studierte sie an den Universitäten in Mailand, Brescia und Turin in den Fächern Orgel, Cembalo und Gregorianischer Gesang. Außerdem besuchte sie Meisterkurse und Seminare bei Luigi Ferdinando Tagliavini, Kenneth Gilbert, Anton Heiler und Ton Koppmann. Zahlreiche CD-Produktionen, eingespielt an historischen Orgeln in der Slowakei und Italien, dokumentieren ihr virtuoses Spiel. Letizia Romiti ist außerdem als Musikwissenschaftlerin tätig und erarbeitete ein Inventar der historischen Orgeln in Alessandria. Ja, und ich denke mal, das wird ganz interessant für euch jetzt nochmal das Datum und die Uhrzeit. Samstag, 6. August um 17 Uhr in der Schlosskirche. Ja, und seit gestern gibt's eine neue Beschilderung in der Innenstadt. Das Zentrum wird verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Seit gestern ist die Umbeschilderung zur Verkehrssituation der Innenstadt wirksam. Der bisherige verkehrsberuhigte Bereich in der Innenstadt wird jetzt als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich und Zone eingeschränkten Halteverbots ausgeschildert. Das bedeutet, dass dort eine Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometern gefahren werden darf. Das Parken ist weiterhin nur in den dafür gekennzeichneten, beschilderten Flächen erlaubt. Die Maßnahme gehört zu mehreren Neuerungen, die die Attraktivität des Stadtzentrums erhöhen sollen. Von der Umbeschilderung sind folgende Straßen betroffen: Brüdergasse bei der Brüderkirche, Jütengasse, Klostergasse, Topfmarkt, Kornmarkt, Moritzstraße, Parkplatzmarkt, Weibermarkt, Spiegelgasse, Kesselgasse, hinter der Waage Ringstraße, Hillgasse. Die Fußgängerzone in ihrer jetzigen Größe, begrenzt durch Sporenstraße, Kronengasse, Marktgasse, Baderei und Hauptmarkt, bleibt bestehen. Ja, 20 Stundenkilometer. Schnell. Da kann ich mein Auto auch gleich schieben. Aber naja, okay. Besser als 10, ja, wie in der Kesselgasse. Okay, anderes Thema. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir kommen jetzt zum Inselzoo-Fest. Ja, und dies lockte viele Familien an. Sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass im Inselzoo gefeiert wird. Bunte Luftballons, die die Brücke schmücken. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit, das Inselzoo-Fest lockte Besucher aus nah und fern in Scharen an. Am Eingang wurden sie von den Stelzenläufern begrüßt, die wieder zu Späßen aufgelegt waren und für die Kinder Tierfiguren aus Ballons fertigten. Vor allem Familien fanden den Weg in den idyllisch gelegenen Altenburger Tierpark. Schon auf dem Weg zum Inselzoo war so einiges zu erleben, denn an diesem Wochenende ging in diesem Jahr am großen Teich auch wieder das Park- und Teichfest über die Bühne. Die Stelzenläufer waren nicht die einzigen, die auf dem Eiland für gute Unterhaltung sorgten. Das bekannte Duo Klaus und Glücki brachte fröhliche Lieder zu Gehör, an den Basteltischen waren Jungen und Mädels kreativ und stark nachgefragt war wieder das Angebot, Kindergesichter schminken zu lassen. Und auch das Wetter spielte mit, sodass der Besucherstrom bis zum Abend nicht abriss. Wie im Vorjahr nutzten auch wieder einige Vereine das Inselzoo-Fest, um für sich und ihr Anliegen zu werben. Und schließlich profitierte auch der Bootsverleih von dem bunten Trubel. Viele Auswärtige nutzten die Gelegenheit und stachen in See. Zur Feier des Tages war natürlich der Eintritt frei. Am Eingang zückten dennoch viele ihr Portemonnaie und steckten etwas in die Spendenbox. Am Ende des ereignisreichen Tages stand fest: In diesem Jahr kam die stolze Summe von 1.409,28 € zusammen. Dieses gespendete Geld wird für die weitere Verschönerung des Inselzoos eingesetzt. Ja, und das war sicherlich für euch wieder ein tolles Erlebnis, die dabei gewesen sind.
Kommen wir doch nun mal zu den Verkehrsmeldungen. Da habe ich heute nur zwei für euch. Ja, und da kommen wir doch gleich mal zu der ersten Meldung. In der Leipziger Straße hat die letzte Phase der Bauarbeiten begonnen. Am heutigen Freitag beginnen in der Leipziger Straße die Arbeiten im letzten Bauabschnitt. Dann geht die Verlegung von Trinkwasser- und Gasleitungen in die Schlussphase. In der Folge werden die bisherigen Sperrungen Kreuzung Kremser Straße und Kauendorfer Allee aufgehoben. Der Verkehr kann dann wieder ohne Umleitungen fahren. Gesperrt wird nun im letzten Abschnitt lediglich noch die Sonnenstraße. Die Arbeiten des letzten Abschnitts sollen noch bis voraussichtlich zum 27. August. Die Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Es wird um Verständnis und Beachtung aller Verkehrsteilnehmer gebeten. Und die zweite Meldung kommt von der Kreuzung Feldstraße. Die ist dann eine Woche gesperrt. Wegen Kanalbauarbeiten muss die Kreuzung Feldstraße, Czernitzer Straße, in der Zeit vom 8. bis voraussichtlich zum 12. August 2016 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung führt über die Albert-Levi-Straße und die Siegfried-Flack-Straße. Die Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Die Straßenverkehrsbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung. Ja, und das war's schon aus der Stadt Altenburg. Kommen wir nun zum Altenburger Land. Eine tolle Nachricht erreichte uns aus Schmölln. Da gab's 2000 Euro für den Verein Crazy Hydrants. Landrätin Michaele Soika übergab als Vorsitzende der Stiftung der Sparkasse Altenburger Land an den Schmöllner Verein Crazy Hydrants einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro. Seit 2006 haben Mitglieder bzw. Beauftragte des Vereins in Schmölln 102 und im weiteren Altenburger Land 40 Hydranten passend zu ihrem Standort bemalt. So kommt zum Beispiel die eigentlich rote Säule vor einer Fleischerei auf den Schmöllner Markt als Fleischer daher. Von den 2000 Euro sollen nun vor allem Farben, Pinsel und Hocker für die Bemalung der Hydranten angeschafft werden, denn einige sind mittlerweile in die Jahre gekommen und benötigen eine Runderneuerung. Es wäre doch sehr gut, wenn es gelänge, bis zur Schmöllner 950-Jahr-Feier im September den Hydranten nicht nur auf dem Marktplatz einen neuen Anstrich zu verleihen. Für die kommenden Aufgaben wünsche ich viel Kreativität, so Soika bei der Scheckübergabe. Als Künstler für das Projekt konnte der Gößnitzer Hans-Jörg Händel gewonnen werden, der als Bundesfreiwilligendienstler ein Jahr lang die Hydranten aufhübschen und auch neu bemalen wird. Ja, und das ist doch eine gute Sache. Gab's ja auch schon mal in Altenburg, ne? Da gibt's ja auch noch irgendwo einige Hydranten, die schon bemalt sind. Es ist mal wieder soweit. Der Ausbildungsmarkt im Juli 2016 wurde bekannt gegeben. Der Trend setzt sich weiter fort. Etwas weniger Ausbildungsstellen, aber mehr Bewerber gibt's als im Vorjahr. Ja, das Verhältnis von Bewerbern zu angebotenen Ausbildungsstellen bleibt mit 1:1,5 weiterhin unausgewogen. Und die Chancen für die Jugendlichen bleiben gut. Auf dem Ausbildungsmarkt hat der Endspurt begonnen. Die aktuell 443 unversorgten Bewerber haben die Wahl unter 996 offenen Stellen. Damit kommen rein rechnerisch auf einen Bewerber 2,25 unbesetzte Ausbildungsstellen. Wer also nach den Ferien nicht leer ausgehen möchte, sollte sich umgehend bei seinem Berufsberater melden. Zugleich die Bitte an alle Jugendlichen, die bereits einen Vertrag in der Tasche haben, diese sollen sich bitte bei ihrer Berufsberatung abmelden. An die Unternehmen in der Region wird appelliert, das knappe Bewerberangebot voll auszuschöpfen und die Ausbildung nicht auf das nächste Jahr zu verschieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es somit also weniger unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen, das sind minus 19,2%. Ja, und die Zahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen lag in der Größenordnung des Vorjahres. Ja, mehr Zahleninformationen in unseren Shownotizen unter www.abg-info.de/show15. Und wer von euch den Arbeitsmarktbericht für Juli 2016 vermisst, dieser kommt dann nächste Woche bei ABG Info online. Ja, und wir werden dann in der nächsten ABG Info und R-Sendung berichten. Ja, die nächste Meldung kommt dann vom Klinikum Altenburger Land und dort wird das Regenrückhaltebecken umgebaut. Besondere Vorsicht auf der Zufahrtsstraße nach dem Kindergarten. Wo viele Jahre ein Teich oberhalb des Kindergartens am Klinikum Spaziergänger zum Ausruhen einlud, prägen jetzt Bauzäune und Baugeräte das Bild. Dieser Teich nimmt Oberflächenwasser vom Klinikum und den Nebenflächen auf. Zur Vorbereitung der Arbeiten wurde er bereits abgelassen. Während der Baumaßnahme wird ein Ersatzteich hinter dem jetzigen Teich gelegen, die Funktion der Regenrückhaltung übernehmen. Er wird in der Fläche kleiner, dafür aber tiefer sein. Hier entsteht in den nächsten Monaten ein neues Regenrückhaltebecken, erläutert die verantwortliche Projektingenieurin des Klinikums Dietlind Frenzel. Die Größe des Teichs bleibt erhalten,
aber die Aufteilung wird sich ändern, führt sie weiter aus. Das vordere Drittel des jetzigen Teiches wird zu einem am Grund gepflasterten Absetzteich ausgebaut. Hier kann sich bereits ein Großteil der Schwebelstoffe absenken. In regelmäßigen Abständen wird dieser Teil des Teiches dann gereinigt. Eine Trennwand mit Überlauf teilt den Absetzteich ab gegen die anderen zwei Drittel der Teichfläche, die in einen Trockenteich umgewandelt werden. Hier wird zwischen Sand- und Kiesschichten eine 50 cm dicke Schicht aus speziellem Granulat eingebaut. Dazu erklärt Planer Carsten Hess: Die Dachflächen des Klinikums sind mit Zinkblechen eingedeckt. Der Regen löst kleine Zinkpartikel heraus, führt diese mit und als Niederschlagswasser gelangen diese in den Teich. Übersteigt der Anteil Zinkpartikel einen bestimmten Grenzwert, ist vor der Einleitung in das öffentliche Kanalnetz eine Behandlung erforderlich. Das Granulat wird Zinkpartikel aus dem Wasser lösen und binden. Für die Bauarbeiten und die spätere Zuwegung zum Teich wurde eine ca. 20 Meter breite Einfahrt eingerichtet. Dazu musste ein Baum im Gelände versetzt werden. Übrigens, wir haben auch da ein Foto auf unserer Seite, schaut euch's an. Sieht ganz spektakulär aus. Das Bauvolumen ist mit ca. 600.000 Euro veranschlagt. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, soll die Baumaßnahme in diesem Jahr beendet sein. An der Planung und Bauüberwachung sind ein Eisenacher Ingenieurbüro für Tiefbau und aus Altenburg ein Büro für Baugrunduntersuchung und ein Statikbüro beteiligt. Besondere Vorsicht mahnt Dietlit Frenzel während der Bauzeit für Fahrer und Fußgänger an. Wir bitten um größte Vorsicht auf der Zufahrtsstraße im Bereich Kindergarten und Teich. Bei Materialanlieferung werden wir teilweise mit Ampelregelungen arbeiten. Bedingt durch die Straßenkurve ist der Bereich von unten schwer einsehbar, warnt sie. Und alle Links zu den Pressemitteilungen findet ihr wie immer in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show15. Und wie soll es auch anders sein? Auch der Sport, der muss jetzt sein. Ehemalige Lerchenberger bei den deutschen Meisterschaften dabei. Ja, und da heißt es, ehemalige SV Lerchenberger sind bei den deutschen Meisterschaften dabei. Bei guten äußeren Bedingungen gingen unsere ehemaligen Sportler des SV Lerchenberg Altenburg, Leon Schellenberg und Arthur Klemm am letzten Wochenende bei den diesjährigen deutschen Jugendmeisterschaften in Mönchengladbach an den Start. Im Vorfeld erfüllte der 16-jährige Leon, dieser startet für den LC Jena im Weitsprung 110 Meter Hürden, 100 Meter und in der 4x100 Meter Staffel die Normen für die deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U18. Arthur, der für den SCDAFK Leipzig startete, erfüllte die Norm im Hochsprung mit übersprungenen 1,95 Meter im Jahr 2016. Der SV Lerchenberg wünscht beiden Sportlern nach den Strapazen der letzten Wochen und Monate ein paar erholsame Tage im Kreise der Familien. Ja, nähere Infos zu dieser Pressemitteilung, wie gesagt, in unseren Shownotizen. Die Adresse erhaltet ihr dann später nochmal. Und wir haben eine Mitteilung vom ZFC Meuselwitz. Ja, und zwar startet jetzt der Köstritzer Pokal und der ZFC fährt nach Schlotheim. Am 1. August wurden die Paarungen in der ersten Hauptrunde des Köstritzer Pokalwettbewerbs ausgelost. Im Rahmen der Staffeltagung der Verbandsliga wurde jeder fünften Partie eine höherklassige Mannschaft zugelost. Den ZFC führt es am 21. August um 15 Uhr ins Stadion nach Schlotenheim zur SGSV Fortuna 49 Körner. Ja, die Adresse lautet Weberstraße in 99994 Schlotheim. Ja, und das alles könnt ihr nochmal nachlesen. Den Link zu dieser Meldung bekommt ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show15. Und nun kommen wir mal nach Meuselwitz. Da hat sich der Sakura zurückgemeldet mit der Halbjahresbilanz. Kurz vor dem Start des neuen Trainingshalbjahres wurde in Hinblick auf die zukünftige Trainingsgestaltung im Landesleistungszentrum Thürings für Karate, dem Erfolgsverein SKT Sakura Meuselwitz, Zwischenbilanz gezogen und dabei insbesondere Augenmerk auf die unlängst vergangenen großen Turniere gelegt. Die Vereinsführung und der Cheftrainer betrachteten dabei unter anderem das in Waldmischelbach stattgefundene internationale U21 Randori. Dort trafen 650 Teilnehmer aus 14 Nationen aufeinander. Für den Deutschen Karateverband startete in der Disziplin Kumite die in Meuselwitz trainierende und aus Lucca stammende Hanna Schwarze.
die von 33 Kämpferinnen in 4 Pools immerhin auf einen hervorragenden Rang 5 landete. Schwarze und die Meuselwitzerin Talina Tietz testeten sich in der Disziplin Kumite weiterhin beim U14 Randori in Waltershausen. Schwarze wurde hier Zweite, Tietz in ihrer Gewichtsklasse Dritte. Bei den Landesmeisterschaften der Schüler in Schmalkalden startete in Kumite Einzel Talina Tietz, die hier Bronze erkämpfte. Genauso wie mit ihrem Kumite-Team mit Medina Nukovic und Josefine Kripfkanz. Auch Leon Schädlich und Malte Hering, beide aus Meuselwitz, sowie Sando Wurg aus Altenburg waren als Sakuras in Schmalkalden dabei. Alle drei scheiterten leider im Kampf um Platz 3. Die deutschen Meisterschaften der Jugend in Erfurt schloss Schwarze in ihrem Pool auf Rang 9 ab. In der Vereinsberatung in den Sommerferien wurde konstatiert, dass die Sakuras eigentlich immer ganz vorne dabei sind und auch immer kontinuierliche Leistungen erbringen. Jedoch in letzter Zeit stets das Quäntchen Glück fehlte, um bei den Turnieren ganz nach oben auf das Treppchen zu gelangen. Da man sich bei dem Training für die Kaderathleten aber nicht mehr auf das Glück verlassen mag, wurde kurzerhand der Trainingsplan intensiviert, so der Cheftrainer scherzhaft zukunftsweisend. Interessenten an der Sportart Karate können jetzt wieder kostenlos schnuppern und Schulanfänger 2016 dürfen sogar einen Monat kostenlos zum Probetraining kommen, um zu testen, ob Schule und Sport zu vereinbaren sind. Erwachsene können montags 19.30 Uhr, Minis ab 3 Jahren Mittwoch 16.45 Uhr und alle anderen Dienstag 17 Uhr in der Sporthalle des Meuselwitzer Gymnasiums vorbeischauen. Infos gibt es auch unter der Telefonnummer 03448 411826 oder info@sakura-web.de bzw. auf der Webseite www.sakura-web.de. Ja, die Infos zum Kontakt findet ihr wie gehabt in den Shownotizen bzw. dann in der Meldung dazu. So, und das war's nun vom Sport für diese Woche. Wir kommen jetzt zu den Polizeimeldungen. Ja, und wie immer präsentiert von Fahren fetzt eure Fahrschule im Altenburger Land. Ja, und bei den Polizeimeldungen dieser Woche gab es Kurioses, aber auch Trauriges. Wir fangen mal an am Wochenende vom 30.07. zum 31.07., ja. Und zwar ist da eine Kuh entwichen und sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Eine entlaufene Kuh sorgte am Samstagvormittag für reichlich Aufsehen. Das scheue Tier ist beim Umsiedeln auf eine andere Weide an der Rasefasserstraße entlaufen und bewegte sich in Richtung Bahnhof. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und versuchte gemeinsam mit dem Besitzer des Tieres, dieses wieder einzufangen. Da sich die Kuh zwischenzeitlich auf dem Gleisen des Altenburger Bahnhofs bewegte, musste der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen werden. Dadurch erhielten mehrere S-Bahnen der Linie S5 und S5X zum Teil erhebliche Verspätungen. Letztlich verschwand die Kuh in einem Feld und konnte bis zum heutigen Tag, steht hier, noch nicht wieder aufgefunden werden. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob die Kuh wieder da ist oder wo die rumspringt. Ja, aber so groß ist ja das Altenburger Land nicht und ich denke mal, eine Kuh fällt irgendwo doch auf, ne? Gut. In Schmölln gab es einen Containerbrand. In der Nacht vom Freitag zum Samstag zündeten unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Walter-Kluge-Straße an. Die Feuerwehr musste alarmiert werden, um den Brand zu löschen. Der Papiercontainer wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Weiterhin wurde eine angrenzende Grundstücksmauer durch die Hitze beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Ja, uns konnte ein Motorrad sichergestellt werden. Am Samstagnachmittag entzogen sich drei Motorradfahrer im Stadtgebiet von Altenburg einer Verkehrskontrolle der Polizei. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. In Höhe des Bahnhofs trennten sich die Radfahrer, indem sie in unterschiedliche Straßen abbogen. Die weitere Verfolgung eines der Räder musste schließlich abgebrochen werden, da dessen Fahrer rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt in Richtung Theater fuhr. Weiterhin wurde der verfolgende Streifenwagen trotz eingeschalteten Blaulicht und Sirene durch andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst, da diese nicht rechtzeitig freie Bahn schafften. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte schließlich einer der Radfahrer auf der B7 zwischen Altenburg und Schmölln gestoppt werden. Des Weiteren wurde ein weiteres Motorrad im Stadtgebiet von Schmölln aufgefunden. Das angebrachte Kennzeichen war ungültig und das Rad nicht zugelassen. Zum Zwecke der Spuren- und Beweissicherung wurde dieses Motorrad durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Fahrern dauern noch an. Ja, und einen tödlichen Verkehrsunfall
gab es am 1. August. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 1.8. gegen 13.19 Uhr auf der B93 zwischen Gößnitz Nord und Gößnitz Süd. Ein 78-jähriger Pkw Renault Megane-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Altenburg. Trotz einer doppelten Sperrlinie überholte der Renault-Fahrer auf der bergab führenden Straße mehrere Lkw und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 27-jährigen Pkw Skoda Octavia-Fahrer. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer tödlich verletzt. Die 41-jährige Beifahrerin im Pkw Skoda wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Zwickau eingeliefert. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere Fahrzeuge durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die B93 war im Rahmen der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. So, weitere Meldung vom 1.8. Es wurden Werkzeuge und Kabel geklaut. Ja, und beides in Nobitz. Ja, da scheint zurzeit wohl viel los zu sein dort. Im Zeitraum vom 1.3. bis 22.7. brachen unbekannte Täter ein Zimmer in einen Bauernhof ein, der gegenwärtig im Umbau ist, und entwendeten Kabel, elektrische Geräte sowie ein Navigationsgerät. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und der zweite Fall war, im Zeitraum vom 15.7. bis 18.7. wurde durch unbekannte Täter in Nobitz zum Kornhaus von einem umfriedeten Grundstück Werkzeug entwendet. Die unbekannten Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten Schneidewerkzeuge, Aluminiumgerüste, ein Fahrrad sowie ein Rasenmäher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03444747 10. Ja, und kommen wir nochmal schnell nach Gößnitz. Und da wurde ins Casino eingebrochen. Am 31.07. öffneten unbekannte Täter das Dach des Casinos in der Ronneburger Straße und stiegen darüber in die Räumlichkeiten ein. Hier wurden zielgerichtet Spielautomaten und Geldwechselautomaten gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld entwendet. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte ebenfalls bei der PI Altenburger Land unter 03444741 10. Am 3.8. erreichte uns die Mitteilung, dass Fahrräder entwendet wurden. Am 2.8. im Zeitraum von 5.50 Uhr bis 14.45 Uhr wurden durch unbekannte Täter im Krankenhaus aus dem Vorraum der Notaufnahme zwei Fahrräder entwendet. Es handelt sich einmal um ein Fahrrad der Marke Simplon Stomp in der Farbe Schwarz und um ein Fahrrad der Marke Giant Talon 1 in der Farbe Grau-Blau. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land. Telefonnummer 03444747 10. Ja, und weitere Polizeinachrichten könnt ihr auch unter www.abk-info.de in der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen. Jetzt kommen wir aber nochmal zu Meldungen dieser Woche. Ja, und zwar gab es in Nobitz eine Verkehrskontrolle mit Schießerei. Vielzahl von Straftaten bei Fahrzeugkontrolle. Durch eine Mitteilerin wurde am 3.8. gegen 18 Uhr gemeldet, dass vor einer Spielothek in Nobitz in Altenburger Land ein Pkw fortsteht, bei dem zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht sind. Durch die vor Ort eintreffenden Beamten sollte der Pkw Ford Escort gegen 18.10 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer steuerte dem Ford jedoch gezielt auf einen Polizeibeamten zu, so dass dieser zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden. Durch den Polizeibeamten wurden daraufhin zwei gezielte Schüsse auf die Räder des Pkw abgegeben. Trotzdem konnte sich der Pkw entfernen. Dieser wurde dann in der Ortslage Münza gestellt. Bei der Fahrzeugkontrolle konnte bei dem 32-jährigen Fahrer festgestellt werden, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw Ford war außerdem nicht zugelassen. In dem Fahrzeug befanden sich zudem eine 18-jährige und ein 38-jähriger Mitfahrer. Bei der Kontrolle des 38-jährigen wurde festgestellt, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Fahrzeugkontrolle konnten Betäubungsmittel und ein Schlagstock sichergestellt werden. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Ja, also muss man sagen, zurzeit ist ganz schön heftig, was in Altenburg abgeht. Ja, habe ich zumindest das Gefühl. Oder wie sieht's bei euch aus? Hinterlasst doch einfach mal ein paar Kommentare unter dem Shownotizen, ja, wie ihr das so alles seht. Ja, und jetzt haben wir nochmal eine Mitteilung aus Nobitz, und zwar hat ein Schuppen gebrannt. Am gestrigen Tag um 23 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand eines Schuppens gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Schuppen auf einem Feld brannte. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Es waren die Feuerwehren von Windischleuba, Oberleupten und Ehrenhain im Einsatz. Die Brandursache wird noch ermittelt. Ja, und wir haben jetzt nochmal für euch die Informationen über die
Fahrradkotierung der PI Altenburger Land. Und zwar findet die am 8.8. in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr in der Leipziger Straße 1 statt. Bürger, die ihr Fahrrad kotieren lassen möchten, müssen den Personalausweis sowie den Eigentumsnachweis zum Fahrrad vorlegen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Vollmacht der Eltern. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 03447-4710 möglich. Es wird gebeten, eine Rückrufnummer zu hinterlassen, sodass eine Uhrzeit abgesprochen werden kann, da der zeitliche Aufwand für eine Kotierung ca. 30 Minuten in Anspruch nimmt. Also, wie gehabt, die Kotierung wäre am 8.8. von 9 bis 16 Uhr. Ja, und ruft bitte vorher an. So, und das waren jetzt die Polizeimeldungen für diese Woche. Kommen wir jetzt einmal zu den Veranstaltungstipps. Und zwar findet im Sachs die 1-Euro-Party statt. Ja, unter dem Motto, heute feiert ihr richtig günstig, mit Facebook-Zusage zahlt ihr bis 23 Uhr nur 1 Euro Eintritt. Außerdem gibt es viele verschiedene Getränke, ebenfalls für nur 1 Euro. Im Main Floor spielt für euch der DJ Fried Max. Ja, und das alles im Sachs am 5.8. Das Highlight dieser Woche ist natürlich Flugplatz in Flammen. Ja, und ihr könnt dort ein super Highlight genießen. Und zwar gibt's am 6.8., also es ist der Samstag, gibt's verschiedene Kinderanimationen. Ballonaufstieg, Feuerwehrrundfahrten, Rundflüge, Ballonglühen, Lasershow, Lampionumzug. Es gibt internationale Feuerwerke und die Band Whetstone live spielt. Ja, und die Highlights für Sonntag ist dann der musikalische Frühschoppen, verschiedene Kinderanimationen, der Auftritt von Kumo Wento und Klaus und Glücki. Es gibt wieder Rundflüge, Feuerwehrrundfahrten, die Gucke-Musik spielt und RB2, die Kultband aus Sachsen. Ja, und dann gibt's noch ein Salutschießen und das Tagesfeuerwerk zum Abschluss. Also, es ist ein Highlight in dieser Woche. Flugplatz in Flammen, nähere Infos unter www.flugplatz-in-flammen.de. Ja, wie gesagt, die Veranstaltung findet ihr auch auf unserer Seite. So, liebe Leute, da wären wir durch für heute. Es war die 15. Show von APG Info on Air. Ich bin der Uni. Ich danke euch fürs Zuhören. Ja, und ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Alle Links zu den Infos und Nachrichten findet ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show15. Ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Wir sehen uns bzw. hören uns. Ich grüße dann mal aus Prag und bis nächste Woche. Ciao, ciao. It's the summer highlight.